So, liebe Geschwister, heute feiern wir Erntedankfest und ich freue mich über dieses Fest. Also jedes Jahr ist mein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. Also ich und meine Frau, wir sind auch sehr dankbar für unsere Arbeitsstellen und dass wir unsere Familie auch gut versorgen können. Wir sind auch sehr dankbar für unser Gemüsegarten und dass wir jedes Jahr gute Ernte haben. Übrigens, wisst ihr, wie man bei einem Hochhaus erkennt, wo die Russlandsdeutschen wohnen? Das habe ich übrigens gelesen und getestet. Es stimmt. Genau, da wo auf dem Balkon Tomaten, Gurken, Paprika oder sogar Kartoffeln wachsen, das sind die Russlandsdeutschen. Das liegt irgendwie im Blut und wir sind auch nicht anders. Als wir gebaut haben, uns beiden war das sehr wichtig, dass auf unserem Grundstück Gemüsegarten entsteht. Und zu einem Gemüsegarten gehört auch ein Gewächshaus. Und im Gewächshaus wachsen natürlich Tomaten, diese heilige Pflanze. Also das gehörte dazu. Und als wir die erste Ernte geerntet haben, unsere größte Tomate war damals 1230 Gramm. Das war die größte Tomate in aller Zeit. Und das war so eine kleine Honigmelone. Das nächste Jahr war die größte 950, danach über 700 Gramm. Die Früchte waren immer kleiner, aber trotzdem haben wir uns jedes Jahr, fast jedes Jahr, gefreut über unsere Ernte. Ich muss dazu sagen, meine Mutter, die ist ganz fleißig und ganz treu, versorgt uns jedes Jahr mit den Pflanzen. An einem Jahr habe ich meine Mutter angesprochen und habe gesagt, Mutter, du weißt doch ganz genau, die Sorten, die ich mag, das sind so Fleischtomaten, Giganten oder Bullenherz, die mag ich und darauf lege ich Wert. Die möchte ich haben, unbedingt. Ja, guck mal, das ist die Sorte und das ist die Sorte und das ist die Sorte und hier ist noch eine Sorte, die bringt einen guten Ertrag. Und so haben wir die Pflanzen eingepflanzt und als die Ernte kam, und da hatte ich so eine kleine Enttäuschung. Von 21 Pflanzen waren 7 diese Kirschtomaten, die ich eigentlich nicht so gerne wollte. Aber die Ernte war gut, die haben lecker geschmeckt und wir konnten es richtig genießen. Es war alles gut. Das nächste Jahr habe ich darauf bestanden, Mutter, achte bitte darauf. Ich möchte unbedingt diese Sorte, die ich mag. Ich bin fleißig dabei, Erde umzugraben, düngen, alles tun, damit diese Sorten wachsen. Ja, ich lege jetzt Wert darauf und guck mal, hier ist alles beschriftet und das sind so Fleischtomaten und hier sind Giganten und Bullenherz und hier noch ein paar Sorten. Das sind gute Sorten, nimm mit. Habe ich alles mitgenommen, eingepflanzt, diese 21 Pflanzen, als sie groß waren und die ersten Früchte kamen, habe ich angeschaut, da waren 14 Pflanzen von dieser Sorte. Und ich war dermaßen enttäuscht. Es war das erste und einzige Jahr, wo ich gar nicht oder kaum ins Gewächshaus gegangen bin. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust, ich habe keine Freude daran. Übrigens, die Tomaten ist dieses Jahr aus unserem Gewächshaus und die habe ich gekauft. Ja, es ist alles in Ordnung. Wurde alles in Ordnung gebracht. Aber ich habe nachgedacht und mich gefragt, kennt ihr auch vielleicht eine Geschichte, wo Gott die erste Ernte angeschaut hat und gesagt hat, nee, darüber kann ich mich gar nicht freuen. Ich habe keine Freude daran. Und das ist die Geschichte von den ersten Menschen oder genau gesagt von den ersten Kindern, die hier auf dieser Erde gelebt haben. Und das ist die Geschichte von Kain und Abel. Wir wissen, dass Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, weil sie gesündigt haben. Und ab dann wurde in ihrem Leben vieles anderes geworden. Ab jetzt musste Adam ganz hart arbeiten, um die Familie zu versorgen. Und ich denke, die schlimmste Änderung in ihrem Leben war diese Trennung
von Gott. Auf einmal war diese intensive, gute, innige Gemeinschaft mit Gott nicht mehr da. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 4, als Adam Eva erkannt hat, also mit ihr, als mit Frau geschlafen hat, dann wurde sie schwanger und gebar ihren ersten Sohn und sie nannte ihn Kain, was bedeutet Erwerb oder Gewinn. Und so haben angefangen, die Menschen sich auf dieser Erde zu vermehren. Kain hatte viele Geschwister und der nächste Bruder von ihm war Abel. Die zwei Jungs waren irgendwann zu, also große Männer. Und sie haben in ihrem Leben auch gute Berufe gelernt. Kain war für Landwirtschaft und Abel für Viehzucht zuständig. Kain wusste ganz bestimmt von Adam und Eva, wie Gott sie im Garten Eden so gut mit Obst und Gemüse versorgt hat. Und so legte er Werte darauf, dass die Familie auch weiterhin mit Obst und Gemüse gut versorgt ist. Er achtete darauf vielleicht auf die Methoden, mit denen man gute Ernte erzielen konnte und die Ernte auch über längere Zeit aufbewahren konnte, dass die Erde gut gedüngt wird und dass die Pflanzen gut wachsen und dass die Pflanzen von Schädlingen ohne Chemie bewahrt werden. Das waren so die Bereiche, mit denen Kain sich gut auskannte. Aber auch Abel konnte von seinem Beruf gut profitieren, dass auf dem Tisch leckere Milchprodukte stehen und dass es leckere Fleisch vorbereitet wird und das Fleisch haltbar gemacht wird und dass auf die Tiere, auf die Gesundheit der Tiere achten und sie mit gutem Futter versorgen. Es waren die Aufgaben von Abel. Was man in der Bibel noch ganz gut erkennt, dass die Menschen Erkenntnis haben. Wenn wir jetzt Gott anbeten möchten, wenn wir vor Gott treten möchten, dann müssen wir Tieropfer bringen. Es muss ein Tier sterben und Blut muss vergossen werden, damit wir Gnade bei Gott finden, damit wir diesen Zugang zu Gott finden. Und irgendwann haben beide entschieden, wir wollen gemeinsam einen Gottesdienst feiern und wir wollen Gott anbeten. Und so sagte Kain: Abel, schau mal, ich möchte aus meinem Garten das beste Obst und Gemüse nehmen. Und das beste Obst und Gemüse auf den Altar legen und Gott anbeten. Du, Kain, meinst du nicht, dass zur Anbetung ein Tieropfer gehört? War das nicht so, wie das uns Eltern beigebracht haben? Erwartet das Gott nicht von uns? Entspricht das nicht unserem Glaube? Du, Abel, du mit deinem Glaube, du mit der Lehre der Alten. Es kommt darauf an, ob das Gemüse und Obst gute Qualität haben. Haben mein Gemüse und Obst gute Qualität? Ja. Also ab zum Gottesdienst, aber du kein. Ich möchte trotzdem die beste Schafe aus meiner Herde nehmen und das zum Opfer bringen. Und so wurde auf den Altar Opfer aufgelegt. Und es entstand ein Kontrast. Auf einem Altar lag ein geschlachtetes Schaf und Blut floss vom Altar runter. Und es war schon erster Hinweis auf Lamm Gottes, auf unseren Jesus Christus, der gekommen ist, um für unsere Sünde zu sterben, damit sein Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und so war der erste Altar, da war ein geschlachtetes Schaf. Und bei diesem Bild entsteht irgendwo so ein Unwohlsein. Und man schaut den nächsten Altar und man sieht diese Altar mit Obst und Gemüse geschmückt. Ein Bild des Friedens. Die Gemüse in verschiedenen Farben und Größen. Und das Herz freut sich über das Bild. Aber als es soweit war und sie anbieten wollten, dann lesen wir, dass Gott Abel sein Opfer annahm, aber von Kain nicht. Für Kain, ich denke, für Kain war das ein Schlag ins Gesicht. Und ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema, woran lag es eigentlich, dass Gott jetzt diese Opfergaben anschaut
und sagt, hier, darüber kann ich mich freuen, aber das nehme ich nicht an. Es war so ähnlich wie bei mir damals im Gewächshaus, als ich reinkam und diese Früchte gesehen habe. Da konnte ich mich nicht freuen. Ich hatte auch keinen Hunger danach. Lag es allein an Opfer? Würde Kain hingehen und sagen, ich möchte jetzt ein Schaf kaufen und das als Opfer bringen? Würde Gott dann sein Opfer annehmen? Ich denke, es lag nicht allein. Es war sehr, sehr wichtig. Aber es lag nicht allein an diesem Opfer. Denn wir lesen schon im Volk Israel, dass das Volk Israel Wert darauf gelegt hat, dass Tiere geopfert waren. Aber irgendwann sagt Gott, also ich bin satt von euren Opfern und ich habe keine Freude daran. Wenn ihr denkt, dass ihr mich damit zufriedenstellen könnt in Jesaja 1, dann irrt ihr euch. Ich schaue euer Leben an und ich sehe, das entspricht nicht den Opfern. Ihr wisst doch, dass ich Gott der Liebe bin und dass ich euch liebe. Und ich möchte, dass ihr danach lebt, dass ihr meine Liebe annimmt und es weitergibt. Und das sieht man schon am Anfang der Bibel, dass Gott darauf Wert legt. Und ich denke, es lag an Herzen der Männer. Er schaute Abel an und die Hoffnung für alle sagt, Gott schaute Abel freundlich an. Gott schaute Abel freundlich und nahm sein Opfer an, aber nicht von Abel, nicht von Kain. Und erwartet Gott von uns heute, dass wir vor ihm nicht mit leeren Händen erscheinen, dass wir vor ihm stehen und nicht mit leeren Händen. Und meine Antwort war ja, und das möchte ich deutlich machen durch eine neutestamentliche Geschichte aus dem Neuen Testament. Und wir lesen von Johannes der Täufer, als er angefangen hat zu taufen, kamen die Menschen in Scharen zu ihm. Und anstelle von Johannes würde ich mich darüber sehr, sehr freuen und ich würde sagen, Leute, es ist sehr gut, dass er zur Taufe kommt, die zur Vergebung der Sünden dient. Ich freue mich, dass ihr an Gott glaubt. Ich freue mich, dass ihr jetzt die Vergebung bekommt und dass ihr weiter mit Gott leben möchtet. Und ich würde gerne und freundlich die Menschen begrüßen und sie taufen lassen, aber nicht Johannes. Johannes begrüßt die Leute mit scharfen Worten, ihr Schlangenbrut. Denkt denn wirklich, dass ihr Gericht Gottes entkommen könnt? Und dann kommen die Worte, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Also wenn ihr jetzt kommt, dann bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Was meint Johannes damit? Er wollte damit sagen, wenn du denkst, dass du durch deine Taufe, die zur Vergebung der Sünden dient, dass du durch diese Taufe einen Platz im Himmel sicher bekommst, aber danach umkehrst und zu deinem alten Leben gehst und dass du deine sündhafte Natur und deinen Sünden nachgehst, dann musst du eins wissen, dass deine Taufe in Gottes Augen wertlos ist. Wenn du keine rechtschaffenen Früchte nach deinem Taufen, nach deiner Bekehrung bringst, dann ist das wertlos in Gottes Augen. Und die Menschen bei Johannes, die haben die Frage gestellt, ja Johannes, wenn wir das jetzt ernst nehmen, was sollen wir danach tun? Und dann waren die Worte, wenn du siehst, dass dein Nächste, wenn du zwei Hemde hast und dein Nächste kein Hemd hat, dann sorge dafür, dass er dein Hemd bekommt. Und wenn du genug zum Essen hast, dann sorge dafür, dass der Hungrige auch Essen bekommt. Liebe deinen Nächsten. Wenn du jetzt die Vergebung der Sünden bekommst, wenn du jetzt verstehst und die Liebe Gottes schmeckst,
dann erwartet Gott von dir, dass du diese Liebe annimmst, aber nicht für sich behältst, sondern weitergibst. Und das möchte Gott von uns sehen. Und diese Früchte sind die Taten nach der Bekehrung. Und diese Taten sind Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Gnade, Erbarmen, Hilfsbereitschaft dem Nächsten gegenüber. Und so sprach Johannes und sagt, ihr geht jetzt nach der Taufe hin, aber ich möchte sehen, dass ihr nicht zurück zu eurem alten Leben kehrt und dass ihr halbherzig irgendwelche Früchte bringt und nach Lust und Laune die Liebe an den Nächsten erweist, sondern ich möchte diese Liebe an euch sehen und dass diese Liebe weitergetragen wird. Und nur so entstehen diese Früchte, die rechtschaffenen Früchte der Buße. Es sind die Taten, die aus Liebe Gottes, die in deinem Herzen ist, entstehen. Und nur so, wenn Gott diese Früchte anschaut, nur so freut er sich. Und diese Früchte, die sorgen dafür, dass auf dem Gesicht Gottes ein Lächeln entsteht. Und meine Frage an euch ist, bist du ein Kind Gottes? Hast du diese Entscheidung in deinem Leben getroffen? Kannst du dich erinnern, wie es war? Wie Gott dich angenommen hat? Wie Gott dir deine Sünden vergeben hat? Wie Gott deinen Namen im Buch des Lebens eingetragen hat? Kannst du dich daran erinnern? Erinnerst du dich, mit welcher Leichtigkeit du deinen Nächsten vergeben und lieben konntest? Wie sehr du die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern genießen konntest? Wie gerne du die Gebetsstunde und Bibelbetrachtungen besucht hast? Und diese Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern richtig genießen konntest? Erinnerst du dich an diese Früchte nach deiner Bekehrung? Erinnerst du dich an deine Hilfsbereitschaft? Und dass du offene Augen für die Nöte der anderen hattest. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich war bereit, bis nach Afrika gehen, um den Menschen, den anderen Menschen über die Liebe Gottes zu erzählen. Und ich frage dich heute, wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Und wenn du dein Leben prüfst, welche Früchte sind es in deinen Händen? Welche Früchte trägst du vor Gott? Sind das Früchte, die dafür sorgen, dass auf dem Gesicht Gottes ein Lächeln entsteht? Oder sind das Früchte, über die Gott sich nicht freuen kann? Ich hatte so ein Beispiel gehört. Ein Bruder ist zu einem Gottesdienst gefahren und er war dort als Gast eingeladen. Und unterwegs ist irgendwas schief gelaufen und da kam ein Auto ihm entgegen und es wurde fast Unfall verursacht. Also Unfall wurde vermieden. Aber als die zwei Autos so stehen geblieben sind, dann hat dieser Bruder gesehen, wie der Fahrer am Schreien und am Schimpfen war. Und so machte er nur ein Zeichen als Entschuldigung. Der Fahrer startete seinen Motor und fuhr weiter, er auch. Angekommen zum Gottesdienst, packte er, stieg aus und als er ins Gebetshaus reingehen wollte, begrüßte ihn ein Ordner. Und was meinte er, wer dieser Ordner war? Es war dieser Fahrer. Aber auf einmal hat er gesehen, dass dieser Fahrer ganz freundlich und nett sein kann. Dass er ihn liebevoll begrüßt hat und Gottes Segen zum Gottesdienst gewünscht hat, weil er ihn wahrscheinlich nicht erkannt hat. Und er war richtig unter Schock und er sagte, wie kann das sein? Es kann sein, wenn die Menschen diese Früchte tragen, wenn die Menschen ein doppeltes Leben führen. Im Gottesdienst bin ich ein Kind Gottes und ich möchte Gott anbeten und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Aber ab Montag sieht das Leben ganz anders aus oder schon zu Hause. Ich möchte keinem jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte gerne, dass du dein Leben prüfst vor Gott. Denn vor Gott kannst du keine Maske tragen.
und was Gott von dir erwartet, dass du diese Früchte trägst. Denn er hat dich lieb. Und er hat alles getan, damit du zu seinem Kind wirst. Und er erwartet von dir nicht viel. Er erwartet von dir nur eine Sache, dass du seine Liebe annimmst und an deinen Nächsten weitergibst. Und das ist alles. Warum geschieht das so, dass wir das nicht dazu kommen? Ich möchte jetzt zum Schluss ein Beispiel erzählen oder eine Geschichte. Es waren drei Mädchen, die sich zusammen nach der Sonntagsschule getroffen haben, um gemeinsam zu spielen. Und sie kamen zusammen und sie haben super Zeit gehabt. Sie spielten zusammen, sie malten zusammen die Bilder und haben miteinander gut gesprochen. Und irgendwann sagt ein Mädchen: Habt ihr gesehen bei Clara die neue Brille? Die sieht aus wie eine alte Omi. Wie kann man solche Brille überhaupt tragen? Ach, bei Clara, sagte der andere. Habt ihr gesehen bei Laura ihr Rock? Was für ein Muster, was für ein Schnitt aus 80er Jahren. Das geht doch gar nicht. Und nach Laura kam Hannah und nach Hannah kam Jessie. Und so haben die Mädchen miteinander gesprochen und die anderen richtig durchgezogen. Und irgendwann sagt ein Mädchen: Oh, ich habe das total vergessen. Ich muss doch dringend nach Hause. Ich habe meiner Mutter versprochen, pünktlich zum Abendbrot da zu sein. Und so stand sie auf und ging zu der Haustür. Als sie ihre Sandalen angezogen hat, stand sie kurze Zeit vor der Tür, überlegte was. Dann zog sie Sandalen runter und kam zurück. Und die Mädchen erstaunt fragten sie: Wolltest du dich nicht beeilen? Nein, ich habe Angst. Wovon hast du Angst? Draußen ist doch ganz hell. Nein, ich habe nicht Angst vor Dunkelheit. Ich habe Angst, wenn ich rausgehe, dass ihr hinter meinem Rücken über mich schlecht redet. Und die Mädchen haben es verstanden. Und eine sagte: Leute, wir haben es vergessen. Erinnert ihr euch, wie die Sonntagsschullehrerin erzählt hat, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für unsere Sünden sein Blut vergossen hat? Er hat uns doch angenommen. Er hat uns doch lieb. Er liebt uns sehr und er hat uns angenommen, so wie wir sind. Und er möchte und erwartet von uns, dass wir zu den anderen Menschen auch gut sind und dass wir nicht lästern. Und die Mädchen haben es verstanden. Wir haben es einfach vergessen. Wir haben es einfach vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist die Ursache, oft die Ursache, dass wir diese Früchte nicht tragen. Weil wir oft in unserem Leben einfach vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und so möchte ich dir in Erinnerung rufen: Denk immer wieder daran, dass Jesus dich liebt und dass er für dich gestorben ist und dass er dich angenommen hat und dass er dir deine Sünden vergeben hat, damit du diese Liebe annimmst und an deinen Nächsten weitergibst, damit du in deinem Leben diese Früchte trägst. Und ich wünsche dir so sehr, dass Gott dich anschaut, diese Früchte sieht und diese Früchte, gerade diese Früchte, aus seinem Gesicht ein Lächeln hervorbringen. Amen.